Die Emerging Markets sind im Vergleich zum US-Aktienmarkt so günstig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Aber warum ist es so? Und ist es jetzt eine Chance zum Einstieg? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Letzte Woche haben Sie meinen Ausblick gesehen für die Finanzmärkte allgemein. Und diese Woche geht es jetzt konkret um die Emerging Markets im Jahr 2022. Mein allgemeiner Ausblick, der war ja gut, relativ optimistisch. Ich habe nur leider unterschlagen, dass es fürs neue Jahr natürlich auch völlig andere Meinungen gibt. Zum Beispiel hier Nostradamus, seit über 400 Jahren der Crash-Prophet Nummer 1. Da sind Krall und Otte richtige Waisenknaben dagegen. Und wenn es nach ihm geht, wird 2022 ein ganz furchtbares Jahr. Zum Beispiel geht Europa unter. Tja, leider dieses Jahr. Außerdem die Inflation bringt neue Hungersnöte und dann natürlich noch die globale Erwärmung. Da schreibt er angeblich, die lebenden Fische des Schwarzen Meeres werden fast kochen. Soll heißen, buchen Sie einen Sommerurlaub für dieses Jahr vielleicht lieber mal in Spitzbergen oder Grönland oder so. Ist auch unterm virologischen Aspekt sinnvoller. Jetzt wissen wir natürlich alle, bei solchen Schriften, da interpretieren die Leute gern auch mal ein bisschen mehr rein. Aber trotzdem, ich will es hier auch mal erwähnt haben. Und damit habe ich jetzt natürlich auch meine wichtigste Infoquelle verraten, wundervibe.de. Ist schon immer witzig, was man so entdeckt, wenn man im Internet nach was sucht. 2 Minuten später habe ich das hier gefunden. Der Spiegel schreibt, Manuela Schwesig, LKA ermittelt nach Todesdrohungen gegen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin. Schlimme Sache, auch das natürlich. Aber warum lässt es auch nicht mal mit ihren Todesdrohungen? Da muss es doch auch andere Wege geben, wenn man Ministerpräsidentin ist. Aber so oder so, tut hier nichts zur Sache alles. Hier geht's heute um die Emerging Markets. Startet da jetzt die große Aufholjagd, weil letztes Jahr ist es dann nämlich gar nicht gut gelaufen unterm Strich. Die westlichen Börsen sind natürlich wieder gut gelaufen, aber wenn Sie jetzt den MSCI Emerging Markets Index nehmen, der ist um 4,6% gefallen letztes Jahr. Und bei den Länderindizes, da ist zum Beispiel der MSCI Brasil Index um 16% gefallen und der MSCI China Index sogar um 23%. Also gar nicht gut. Aber warum ist es so und kann das vielleicht auch wieder drehen in diesem Jahr? Sie wissen wahrscheinlich, die Emerging Markets, das ist mein Hauptthema. Und Sie kennen ja mit Sicherheit auch alle die guten Argumente, die für diese Börsen sprechen. Das Wachstum ist viel höher in den Schwellenländern. Ihre Bedeutung weltweit nimmt auch stark zu. Und dann haben wir Demografie und Nachholbedarf und Modernisierung und den stark wachsenden Mittelstand und all die schönen Dinge in den Emerging Markets. Stimmt ja auch alles. Nur, wenn die Emerging Markets wirklich so toll sind, warum steigen sie dann nicht? Das hier in Grün ist der MSCI Emerging Markets Index die letzten 10 Jahre im Vergleich zum MSCI USA Index hier in Orange. Und wir sehen schon, die Schwellenländerbörsen waren starke Underperformer. Der US-Index ist die letzten 10 Jahre um 266% gestiegen. Er hat sich also fast vervierfacht. Die Emerging Markets sind nur um 21% gestiegen im gleichen Zeitraum. Also fast gar nichts. Und das heißt ja auch, wer die letzten 10 Jahre voll auf Schwellenländer gesetzt hat, der hat so gut wie nichts verdient. Wie kann das sein? Die einzelnen Länder, die haben sich natürlich schon unterschiedlich entwickelt. Also uns hat auch Sonderfaktoren gegeben, die letzten 10 Jahre, ist ganz klar. Also in China zum Beispiel der Handelskonflikt oder jetzt die Regulierungswelle im Technologiesektor. Dann hat es die Ukraine-Krise gegeben. Es hat den Ölpreisverfall gegeben 2014, 15. Es hat die Türkei-Krise gegeben und. Alles Belastungen. Aber die größte Belastung, das war das sogenannte Tapering. 2008 war die Finanzkrise. Seitdem extrem niedrige Zinsen in den reichen Ländern und in den Schwellenländern, aber jahrelang Angst vor Tapering.
Hier nochmal der MSCI Emerging Markets Index, diesmal eben seit der Finanzkrise. Es ist jetzt nicht so, dass er gar nie irgendwie gestiegen wäre. Er ist nur unterm Strich viel weniger gestiegen als jetzt die Börsen in den USA und Europa. Und es hat dann eben auch nicht immer gehalten. Vor allem direkt nach der Finanzkrise ist er stark gestiegen. Da haben die Anleger nämlich erstmal gemerkt, im Westen gibt es keine Zinsen mehr. Das heißt, man kriegt für sein Geld da auch absolut nichts mehr. Und in den Schwellenländern war das natürlich anders. Und darum ist da erstmal viel Geld in die Schwellenländer geflossen. Bis 2011. Da hat man sich dann aber gedacht, oh je. Irgendwann werden die US-Zinsen ja auch mal wieder steigen und irgendwann hebt die US-Notenbank ja auch ihren Leitzins wieder an. Und dann fließt das ganze schöne Geld wieder zurück in den Dollarraum und das könnte dann ja in den Schwellenländern sogar schwere Krisen verursachen. Und darum, obwohl eigentlich nichts dergleichen passiert ist und obwohl die Emerging Markets gerade zwischen 2011 und 2016 auch nochmal stark gewachsen sind, darum haben die Aktienmärkte stark korrigiert. Es ist übrigens ähnlich wie die Entwicklung von Gold hier vom Ablauf her. Auch das ist damals genauso gefallen wegen Zinssorgen in den USA. Wir haben dann also erst 2016 wieder eine Gegenbewegung gehabt, dann 2018 aber schon wieder einen Rückgang und dann kommt auch hier die Corona-Krise und so weiter. Und man kann sagen, schlussendlich, die Schwellenländer haben für die Rettung der reichen Länder und für die Nullzinspolitik der reichen Länder die Zeche bezahlt, weil sie sind erst inflationiert worden und dann haben sie aber plötzlich mitten im Aufschwung ihre Währungen verteidigen müssen. Und wir haben damals ja zum Beispiel in Brasilien Leitzinsen gehabt von über 14%, in Mexiko über 8%, in Indonesien über 7%. Und das hat dann natürlich auch wirklich real Wachstum gekostet in den Schwellenländern, anders als in den reichen Ländern. Jetzt klingeln bei Ihnen wahrscheinlich die Alarmglocken, weil Sie sagen, das ist doch jetzt wieder so. Wir sind doch in der gleichen Phase. Die Fed hat doch jetzt auch wieder Leitzinserhöhungen angekündigt. Und genauso ist es ja auch. Und das wird von vielen Marktteilnehmern auch ganz genauso gesehen. So mehr oder weniger jetzt kommt eben das nächste Tapering und die Schwellenländer kriegen ja jetzt auch schon wieder die gleichen Probleme. Und diesen Wachstumsrückgang wegen Zinserhöhungen, den sieht man jetzt auch schon bereits jetzt. Und was diesmal aber noch dazu kommt, das ist außerdem, dass die reichen Länder in der Corona-Krise ja viel mehr Geld ausgegeben haben als die Schwellenländer. Die haben sich ja viel größere Hilfsprogramme auch geleistet, sodass der Unterschied beim Wachstum auch im Moment auch gar nicht mehr so groß ist. Vor der Corona-Krise, da war das Durchschnittswachstum in Schwellenländern immer im Durchschnitt 2,5% höher pro Jahr ungefähr. Letztes Jahr war der Unterschied aber dann nur noch ungefähr wahrscheinlich 1,3%. Und bis sich das wieder normalisiert, auch das kann dauern. Und dementsprechend sieht es auch bei den Gewinnerwartungen aus, die wir haben. Bei den europäischen Unternehmen geht man davon aus, zum Beispiel, dass sich da der Gewinn dieses Jahr nochmal im Durchschnitt um 7% erhöht, in den USA um 8%, aber in den Emerging Markets nur noch um 6% dieses Jahr. Dafür sind sie in der Krise auch nicht so stark gefallen im Übrigen. Die große Ausnahme ist da China im Moment. Da rechnet man dieses Jahr mit einem deutlich höheren Gewinnwachstum von 16% im Durchschnitt, was auch wieder zeigt, eigentlich rein von den Fundamentaldaten her, dass der chinesische Markt und chinesische Aktien eigentlich unterbewertet sind. Ich komme noch zu China. Und außerdem haben sie ja am Dienstag von uns auch schon einen Zukunftsmärkte-Report bekommen zu drei kleineren Schwellenländerbörsen, nämlich Indonesien, Thailand und die Türkei. Den finden sie auch im Archiv jetzt. Und übernächste Woche gibt es von uns außerdem auch nochmal einen Überblick über Lateinamerika. Nächste Woche gibt es aber was ganz anderes bei den Reports. Da geht es dann nämlich um alternative Energien in China. Aber Sie sehen schon, sie werden reichhaltig hier versorgt mit unseren Reports und das Ganze völlig gratis. Und die Reports kann auch jeder bekommen. Sie müssen sich nur einmal anmelden dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen was zu dem Problem gehört. Das hat aber natürlich auch einen positiven Effekt, nämlich den, dass die Emerging Markets jetzt günstig sind. Das ist der Preisabschlag vom MSCI Emerging Markets Index relativ zum amerikanischen S&P 500 Index auf Basis der KGV-Bewertung. Und man sieht, die Emerging Markets sind relativ zum US-Markt so günstig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Und zwar schon jetzt. Der Abschlag, der liegt jetzt wieder bei 40%. Er ist damit höher als in der Finanzkrise, er ist höher als 2020 im Corona-Schock und er ist auch deutlich höher, als er jemals war in dieser gesamten Tapering-Phase, die im Grunde sowieso nur ein Riesenwitz war, also alles fast nur Psychologie und sich selbst erfüllende Prophezeiungen letztlich ja. Mehr war es nicht, weil am Ende waren ja auch die Zinserhöhungen in den USA relativ gering und kurz. Und in der Eurozone und in Japan, da gab es sowieso gar keine Zinserhöhungen. Und die Emerging Markets sind ja auch stabil geblieben in der Zeit. Sie haben auch mehrheitlich Handelsbilanzüberschüsse gehabt, ja auch. Und sie sind auch nicht so abhängig von ausländischem Kapital, wie das dauernd jeder glaubt. Also hier haben wir zum Beispiel eine Grafik von Franklin Templeton. Der Anteil, den die Auslandsinvestoren halten an schwellenden Bonds in lokaler Währung. Das Graue sind die Emerging Markets insgesamt. Und der Anteil war damals schon in der ersten Tapering-Phase bei maximal 25%. Heute ist er noch so bei 16, 17%. Und es war auch damals zu keiner Zeit so, dass das Realzinsniveau, also Zinsen abzüglich Inflation, dass das in den reichen Ländern wirklich besser gewesen wäre als in den Schwellenländern. Und nur das hätte so einen großflächigen Kapitalabzug ja gerechtfertigt. Aber ganz im Gegenteil, die Schwellenländer-Währungsräume waren immer attraktiv, trotz Inflation und teilweise sogar deutlich attraktiver. Und was besonders auffällt hier, und auch das hat sich jetzt noch verstärkt, wir haben natürlich überall starken Inflationsdruck momentan, aber viele Schwellenländer haben darauf eben schon reagiert und die Notenbanken erhöhen da ihre Zinsen. In Brasilien sind wir jetzt bei 9,25%, in Russland bei 8,5%, in Mexiko 5,5%. Die Notenbanken im Westen dagegen, die haben bis jetzt noch gar nichts gemacht eigentlich in die Richtung. Und dadurch haben wir jetzt die Situation, dass das Gefälle bei den Realzinsen und damit auch die Attraktivität der Schwellenländer Währungsräume im Moment so hoch ist wie noch nie. Und trotzdem reden wir aber wieder von Tapering und merken das Ganze eben auch schon bei den Schwellenländer Währungen. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, die Inflation ist in den Schwellenländern höher. Das war damals so, das ist heute wieder so. Aber ich sage es jetzt mal ganz überspitzt. Das liegt einfach auch daran, dass die Schwellenländer noch nicht klinisch tot sind. Die Strukturen sind da eben noch relativ intakt. Und darauf springen sie aber natürlich auf diese Billiggeldfluten auch jedes Mal viel stärker an. Und die Outperformance der westlichen Börsen, es liegt ja nicht nur an den guten Unternehmen, die gibt es auch, gar keine Frage. Aber das eigentliche Geheimnis, und da verweise ich auf mein Video von letzter Woche, wir, die reichen Länder, sind strukturell schon so lange so kaputt, dass es lange auch funktioniert hat, nämlich von 2008 bis 2020, dass wir mit null Zinsen und Schulden ein irrwitziges Geld ins System pumpen können, Jahr für Jahr, mit dem jeder alles finanzieren kann und dass trotzdem noch nicht mal die Inflation richtig angesprungen ist. Nur inzwischen funktioniert anscheinend auch das nicht mehr. Und dass das so nicht mehr geht, damit werden die reichen Länder vermutlich mal in den nächsten Jahren deutlich mehr Probleme haben als die Emerging Markets, weil die sind höhere Zinsen ja sowieso gewohnt noch. Und das haben sie auch gezeigt die letzten Jahre, dass sie tatsächlich sogar in einem Umfeld mit positiven Realzinsen, man höre und staune, noch Wachstum generieren können, Wirtschaftswachstum. Und für die reichen Länder, ich würde es im Moment aber nicht mehr beschwören. Und das ist der große Unterschied im Moment. Nur, was machen wir jetzt damit?
Ich würde Ihnen gern sagen, jetzt steigen Sie voll ein in die Emerging Markets. Sie sind relativ gesehen super günstig im Moment und darum werden Sie dieses Jahr durch die Decke gehen. Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Wir haben dieses Tapering-Thema und es wird die Märkte wahrscheinlich auch beschäftigen dieses Jahr, zumindest eine Zeit lang, und es kann eben auch durchaus belasten. Ich glaube aber auch, es wird jetzt nicht nochmal jahrelang belasten, so wie es 2011 war. Weil erstens ist es viel schon vorweggenommen worden in den Bewertungen und zweitens, man wird diesmal auch schneller merken, denke ich, dass das Ganze relativ gegenstandslos ist. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich gehe ja von einem Rückgang der Inflation aus irgendwann im Lauf dieses Jahres. Und wenn das so kommt, dann wird das gerade für die Emerging Markets auch eine ganz entscheidende Sache sein. Also vor allem da, wo wir ja schon ein hohes Zinsniveau haben. Das kann sehr interessant dann werden, so ein Wendepunkt, vor allem bei den Schwellenländer-Bonds. Also behalten Sie diese Schwellenländer-Bonds eben auch immer im Hinterkopf. Das kann sehr attraktiv sein, zu gegebener Zeit, aber eben im Zuge dessen dann sehr wahrscheinlich auch die Schwellenländer-Aktien. Die Fundamentaldaten sind gut, die Bewertungen sind gut. Was wir jetzt noch brauchen, ist jetzt eben auch irgendwann mal ein anderes Sentiment. Und das kann dauern, aber ich vermute, früher oder später kommt das auch wieder. Ein Sonderfall ist natürlich China. Da ist das Sentiment extrem schlecht im Moment. Und China hebt auch seine Zinsen nicht an, sondern China senkt die Zinsen leicht im Moment. Aber bei China, witzigerweise, da wird das begrüßt. Und hat er auch wirklich zurzeit eine der stärksten Währungen. Weil da haben die Anleger keine Angst vor der Inflation, sondern sie haben Angst vor rückläufigem Wachstum. Und Sie wissen aber auch auf der anderen Seite, China hat natürlich nach wie vor einen riesigen Handelsbilanzüberschuss und China ist auch nicht wirklich abhängig von ausländischem Kapital. Darum ist die Währung auch relativ stabil. Es heißt aber, viel von dem, was ich jetzt gesagt habe, das gilt für China nicht. Dafür hat man da andere Sorgen. Aber bei allen Sorgen, die man da hat, und ich habe die ja vielfach hier behandelt auch, würde ich doch gerade bei China sagen im Moment, dass das inzwischen eine Chance ist. In einzelnen Sektoren sowieso, aber sogar inzwischen wahrscheinlich auch auf der Gesamtmarktebene. Auch das kann dauern, aber China ist meiner Meinung nach klar unterbewertet. Und was auch immer da jetzt passieren wird die nächsten Monate. Aber eins wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht passieren, dass auch China jetzt nochmal so ein Opfer wird von diesen Tapering-Sorgen. Prognosen sind natürlich nie ganz einfach. Gehen wir nochmal kurz auf das Portal für die großen Zukunftsfragen auf wundervibe.de. Hier ein Ausblick aus dem Jahr 2012. Was lernen wir daraus? Man darf sich einfach nie zu sehr festlegen. Für 2022 lege ich mich jetzt aber fest und sage, dass da die Welt nicht untergehen wird. Und die Prognose hat den großen Vorteil, wenn es doch nicht so kommt, dann wird es hier keinen mehr geben, der mir das dann am Ende vorhält. Und wenn doch, wie auch immer, dann ist es auch schon egal. Ansonsten freue ich mich aber über jeden Kommentar von Ihnen und denken Sie auch noch daran, dass Sie sich noch eintragen für unsere Zukunftsmärkte-Reports, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.